Hallo und herzlich willkommen in der Waldhütte heute, weil tatsächlich ich brauche Licht. Ja? Und ich kann mich jetzt potenziell mit meiner Funzel hier auch in den Wald hocken, aber da fehlt dann die Wand, die das Ganze dann so ein bisschen das Licht mehr oder weniger auf mich konzentriert. Also da hat sich herausgestellt, dass Hütten so der beste Ort sind, wenn man irgendwie mit zwar keinem künstlichen, sondern natürlichem Licht in Form von Feuer arbeiten möchte, aber nichtsdestotrotz braucht man da eine Hütte. Davon abgesehen ist auch mieses Wetter und kann jederzeit regnen, daher kommt das alles ganz gut zusammen. Ach so, und herzlich willkommen zum Adventskalender. Ist ja heute auch der Fall. Und wir machen ein schönes Thema. Und zwar gucken wir uns an den Holzkreislauf. Also Holz, das aus dem Wald entsprechend rauskommt und dann diverse Stationen in irgendeiner Form als Recyclingholz, als sonstiges Holz, als was auch immer, diverse Stationen durchläuft, bis es dann letztendlich irgendwann energetisch entgenutzt wird. Also das sind immer die, definiert ist die Einstiegs- und die Endstation, ja. Holz wird in jedem Fall irgendwann am Ende seines Nutzungszyklus, beziehungsweise am Anfang seines Nutzungszyklus, wird es irgendwann mal aus dem Wald gekommen sein oder von einer Plantage theoretisch, in unserem Fall in Deutschland, tatsächlich größtenteils aus dem Wald. Und die Endstation ist auch in jedem Fall die Endstation, wenn gar nichts mehr übrig von dem Holz ist, die sogenannte thermische Endnutzung. Heißt, es wird verbrannt und nur noch aufgrund seiner darin enthaltenen, ja, Energie quasi irgendwie nutzbar gemacht. Und im Idealfall in einer perfekten Welt liegen halt eben da dazwischen, zwischen der thermischen Endnutzung und der Entnahme aus dem Wald, ganz viele Schritte, in denen man das Holz in frischer Form, in alter Form, in sehr, sehr alter Form noch für irgendwas nutzen kann. Das Ganze hängt natürlich auch ein bisschen von der Holzart ab. Nicht jedes Holz eignet sich für alles. Das wisst ihr, wenn ihr schon mal irgendeins meiner Baumvideos gesehen habt. Harthölzer beispielsweise sind schlecht, um da noch häufige Papier draus zu machen. Dafür kannst du aus dem durchschnittlichen, höchstens für Papier zu brauchen, also für die, noch im besten Fall für Papier zu brauchenden Holz, kein Haus bauen. Ja? So in diese Richtung geht's. Also Pappel ist kein Bauholz, Eiche kein Papierholz. So kann man das vielleicht grob zusammenfassen. Verbrennen kann man letztendlich alles, das haben alle Hölzer gemeinsam. Brennholz ist also tatsächlich alles. Spezialanwendungen wie gebogene Holzteile, für sowas wäre dann zum Beispiel Buche gut, da kannst du auch wieder nicht alles nehmen. Aber wir halten es relativ allgemein und ich möchte auch noch mal kurz betonen, diesen Zyklus, der hier so schön aufgemalt ist, der existiert in der Realität so nur manchmal. Ja? Ich sage nicht, es gibt ihn gar nicht. Aber das klappt selten so schön, dass wirklich alle möglichen Stationen für einen Holzverwertungsweg tatsächlich voll ausgeschöpft werden. Oft landet es irgendwo auf der halben Strecke sozusagen, dann schon in der thermischen Endnutzung. Es ist nicht so, dass irgendwo Holz rumliegt und vergammelt, weil man gar nichts mehr damit anstellt. Das passiert tatsächlich auch nicht, außer es wird nie aus dem Wald abgeholt. Das ist nochmal ein anderes Thema, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber ja, legen wir mal los. Also. Hier oben, hier ist unser Wald. Da kommen Baumstämme, kommen da raus. Und die landen immer eigentlich in fast allen Fällen, na gut, nee, tatsächlich noch nicht mal immer. Ne? Wir haben hier zwei Balken. Wir haben hier einmal den langen Umweg hier hinten rum. Ja? Hier hinten rum direkt in die private Holzfeuerung. Das wäre dann schlicht und ergreifend das Brennholz, das sich irgendein Privatmann aus dem Wald holt und direkt bei sich selber verheizt. Ja? Und das ist auch nichts Schlechtes und nichts dran auszusetzen, wäre aber so die erste und einfachste Form der Holznutzung. Für manche Hölzer, die einfach qualitativ zu nichts anderem taugen, ist das auch notwendig. Also es ist keine Verschwendung, wenn Holz direkt aus dem Walde als Brennholz genutzt wird, sondern es hängt halt immer von der Qualität ab. Aber alle anderen Wege der Holzverwendung, außer dem, der eben hier in die private Heizung führt oder in die industrielle Heizung, das geht theoretisch natürlich auch, ja, die führen fast immer über Sägewerk. Dass das Sägewerk erstmal die Hölzer sich besorgt, die Hölzer so einkauft, die Hölzer dann mit dem Holz-LKW zu sich ins Sägewerk fährt und in irgendeiner Form kleinschneidet zu. Im Fall von Hölzern logischerweise Balken und Bretter. So. Da man aus einem runden Produkt
nicht beliebig viele rechteckige, mehr oder weniger Balken und Bretter machen kann, ohne dass da noch ein kleines bisschen Rest am Ende übrig bleibt, haben wir auch immer Resthölzer im Sägewerk und das fehlt bei dieser Grafik hier leider. Das habe ich nicht dran gedacht, dass das eigentlich auch noch hätte mit drauf gehört hätte. Hier gibt es nämlich nur als Produkt, Stand jetzt, Bretter und Balken, also Vollholzprodukte und Sägespäne. Sägespäne entstehen ja in jedem Fall natürlich. Bei jedem Sägeprozess, wer schon mal was gesägt hat, hat schon mal Sägespäne gesehen. Und mit den Sägespänen kann man logischerweise jetzt auch wieder was anfangen, nämlich Pellets draus pressen. Pellets, Holzpellets zum Heizen sind im Grunde zusammengepresste Sägespäne oder Holzspäne, sehr feine. Während Hackschnitzel, nur wer das noch wirklich noch nicht wissen sollte, Hackschnitzel wiederum sind sehr grobe, große Holzspäne. Und aus dem Sägerestholz, also die wirklich noch aus Holz bestehenden Bestandteile, die werden meistens gehackt und damit wirft ein Sägewerk Sägespäne, Vollholzprodukte und Hackschnitzel ab. Ja? Die gehackten Hackschnitzel, die werden in fast allen Fällen vom Sägewerk selber verwendet, um einfach die eigene Heizung anzutreiben. So ein Sägewerk hat ja auch Büros, die irgendwie beheizt werden müssen. Die Betriebshalle wird möglicherweise im tiefsten Winter auch noch irgendwo eine kleine Heizung rumstehen haben, damit es da nicht ganz Außentemperatur drin hat und solche Späße. Daher spielt das schon auch nochmal eine Rolle, dass die einfach selber ihre eigenen Hackschnitzel für den eigenen Energiebedarf nutzen können. Und manche sehr große Sägewerke haben sogar eine Kraft-Wärme-Kopplung sozusagen in ihrer eigenen Heizung drin. Das ist also irgendwie ihren eigenen Strom übers Verbrennen ihrer bei sich sowieso immer anfallenden Hackschnitzel quasi gewinnen können. Oder einen Teil ihres eigenen Stroms. Das ist die beste Lösung, weil bei Holzprodukten gilt grundsätzlich, sobald man die in der Gegend rumfährt, werden sie ineffizienter. Ja, je kürzer der Transportweg, Holzprodukte sind immer schwer, desto besser ist es letztendlich für die Energiebilanz letztendlich und die Klimabilanz im Übrigen auch. Aber das kann auf keinen Fall schaden, wenn man da möglichst kurze Entfernungen zurücklegt. Gut, jetzt kurz mal schnell zu den Pellets. Die Pellets entstehen also hier. Und die können jetzt entweder landen hier im Pelletwerk und dann in der privaten Holzfeuerung. Theoretisch könnten sie auch landen in der industriellen Holzfeuerung, also quasi die großen Kraft-Wärme-Kombi-Kraftwerke, die du mit beliebiger Biomasse betreiben kannst. Da müssen wir jetzt ein kleines bisschen drauf aufhängen, nämlich das wird in Zukunft in jedem Fall ein Thema sein, sollte es irgendwann mal eine Energiewende geben, ja, dann wird kleine Biomasse-Heizkraftwerke werden dann eine Rolle spielen, indem man halt einfach sämtliche überzählige Biomasse, die man in irgendeiner Form trocken bekommt, dann brennt die nämlich auch, reinschmeißen kann, um dann eben erstens mittels Fernwärme die umgebenden Haushalte, das müssen also kleine Anlagen zentral irgendwo im Wohngebiet im Idealfall zum Beispiel, ja, oder in der Nähe vom Wohngebiet zumindest sein, und dann kannst du über die entstehende Abwärme beim Verbrennungsprozess dann entsprechend diverse Haushalte direkt mit Wärme versorgen, und ansonsten treibst du eben mit der Verbrennung eine Turbine an, die dann wiederum Strom erzeugt, wie wir es kennen, nur dass halt eben hier jetzt Holz oder sonstige Biomasse als Brennquelle dient und nicht Kohle. Ja, ansonsten ist das dasselbe wie ein Mini-Kohlekraftwerk mit Abwärme-Weiterleitung sozusagen. Ja? Die machen nur einen kleinen Teil mit Sicherheit von unserer späteren, irgendwann mal, wenn die Energiewende funktioniert haben sollte, Lösung aus. Aber einen wichtigen Teil, weil sie halt sehr schnell hochgefahren werden können oder auch vergleichsweise schnell runtergefahren werden können. Und das ist dann wichtig, wenn zum Beispiel eben kurzfristig mal Energie bereitgestellt werden muss, weil gerade 17 Tage kein Wind. Oder weil gerade 17 Tage kein Licht oder irgendwie sonstige regenerative Energiequellen nicht zur Verfügung stehen. Und dann sind diese Dinger halt eben deswegen spannend, weil man im Grunde einen ganzen Haufen Hackschnitzel, einen ganzen Haufen Pellets auf Vorrat lagern kann und die dann über Wochen betreiben kann, falls es nötig sein sollte, um zumindest mal eine gewisse Grundenergieversorgung von Deutschland sicherzustellen. Also selbst wenn wir davon nicht allzu viele haben, sind sie für die eiserne Reserve durchaus ein Thema. Aber auch nur für die eiserne Reserve, beziehungsweise als Ergänzung zur eisernen Reserve. Das meiste wird über Gaskraftwerke laufen müssen. Ja?
Gut, aber das ist eigentlich gar nicht so sehr das Thema, aber nur, dass wir da mal drüber gesprochen haben. Damit ist aber für unsere Sägespäne bzw. für unsere Hackschnitzel an dieser Stelle auch schon das Ende des Weges erreicht. Die sind in der thermischen Endnutzung gelandet und sind raus. Was bleibt bzw. wo können wir weitermachen? Naja, zum Beispiel eben bei den Vollholzprodukten. Und da ist die gängigste bzw. die erwünschteste Form der Nutzung, sage ich jetzt mal, die als zum Beispiel Möbel oder tatsächlich Holzhaus. Ja? Also der langfristige Kohlenstoffspeicher, wie man das auch nennt. Wenn es ein besonders schönes Möbel ist, hält das sehr lange. Wenn es ein gut gebautes Holzhaus ist, dann hält das sehr lange. Und da muss man sich über im besten Fall 100 Jahre oder noch länger, erstmal überhaupt keine Gedanken über dieses Holz mehr machen. So. Aber jetzt landet ja nicht sämtliches Holz, leider nicht, einfach so eben im langfristigen verbaut werden, sondern viele Teile von dem qualitativ weniger hochwertigen Holz, die landen halt dann doch in irgendeiner Form, hier fehlt mir jetzt glaube ich ein Pfeil, ja, das kann man so sehen, nur eben als eine etwas geringwertigere Nutzung des Holzes. Also quasi würden gar keine hochwertigen Vollholzprodukte daraus gemacht, sondern das geht aus dem Sägewerk in Form von irgendwas Niederwertigerem raus. Und also Sägespäne oder Altholz oder Kleinteile und so weiter und so fort können dann auch gerne mal hier unten landen. Und hier unten haben wir die Holzwerkstoffe, die Bio-Holzchemie sozusagen, Papier und Zellstoff hier unten. Ja? Darunter fällt im Grunde alles Holz, das zu schade zum Verbrennen ist, sich nicht für eine Palette eignet, aber halt schon gar nicht für einen Stuhl oder eben für ein Haus. So. Und da kann man jetzt mehrere Sachen draus machen. Klassiker, Papier und Zellstoff, soweit klar, da muss ich nicht, glaube ich, viel zu erzählen. Die moderneren Anwendungen sind eben irgendwelche Produkte aus der Bio-Holzchemie oder Biochemie oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Ein bekanntes Beispiel aus der Wissenschaft, das sich nach wie vor noch nicht so ganz durchgesetzt hat, aber immer noch nicht aufgegeben wird, ist BTM, Biomass to Liquid. Und das ist bedeutet im Prinzip, dass du eine Art Flüssigkeit aus Holzprodukten bzw. aus Lignocellulose, also dem Hauptbestandteil von, ja, chemisch gesehen Holz. Chemisch ist Holz Lignocellulose. Und die kannst du tatsächlich in einem recht energieaufwendigen Umwandlungsprozess zu so einer braunen Brühe umwandeln. Und diese braune Brühe wiederum, die ist gut brennbar und zwar auch lange brennbar. Biodiesel, eine mögliche Quelle für Biodiesel könnte BTM, also Biomass to Liquid, entsprechend sein. Und man kann damit theoretisch auch ein Flugzeug fliegen lassen. Wäre also auch was, wo eben die Forscher, die da in dem Bereich tätig sind, das anmerken, dass wenn wir nicht genügend Wasserstoff zusammenkriegen, um mit Wasserstoff in der Gegend rumzufliegen, wenn fossile Energieträger nicht mehr in Frage kommen, dann könnte auch BTM tatsächlich eine Lösung sein. Das ist theoretisch so, das wird in der Praxis wohl keine Rolle spielen, weil da bräuchte man wirklich einen ganzen Haufen Holz, was man nicht sinnvoller nutzen kann. Und man möchte Holz nach Möglichkeit ja sinnvoller nutzen, als es eben zu Flugbenzin oder Autobenzin theoretisch umzubauen. Oder ob man das jetzt Diesel oder das ist irgendwas dazwischen, irgendwas zwischen Benzin und Diesel, so von der Zusammensetzung her. Oder kann zu sowas zumindest gemacht werden. BTM ist nicht gleich BTM, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das einfach dickflüssiger, dünnflüssiger oder was auch immer zu machen. Ja, nur eben die Mengen, die werden wir nie haben, dass sich damit im nennenswerten Umfang rumfliegen lässt, aber ja, man kann mit Holz fliegen, ja, theoretisch. Praktisch auch, ist halt dann aber sauteuer und Alternativen gehen dann verloren. Selbstverständlich sind dann auch noch diverse andere chemische Produkte aus der Holzchemie möglich, zum Beispiel früher Filme, also als man noch knippen, das was ich hier gerade tue, ja, da hätte ich früher noch ein ratterndes Gerät mit tatsächlich Filmpapier, Filmmaterial, Film halt gebraucht und dieser Film, dieses Zelluloid, das besteht auch im Grunde aus einem Holz, aus einem chemischen Produkt, was man aus dem Holz extrahieren kann, aus Holz machen kann, aber ja, spielt heutzutage keine wirkliche Rolle mehr. Außer bei so ein paar Kultregisseuren, das ist so eins dieser Worte, die ich nie korrekt aussprechen kann. Kult
R-Punkts, die ja, immer noch mit sowas filmen. Gut, ja, also das sind so ein paar Anwendungsmöglichkeiten. Was das Papier angeht, wenn mal ein Frischholz in der Papierindustrie gelandet ist und in der Papierindustrie logischerweise zu Papier verarbeitet worden ist, im Grunde muss man dafür nur Holz kleinreiben, Wasser hinzufügen, Lignin irgendwie da rauskriegen aus dem Ganzen, dann kriegst du einen wunderbaren Brei, mit dem du im Grunde nur noch auswalzen musst und dann gibt das in irgendeiner Form irgendein Papier. So weit, so gut. Das wäre jetzt Frischpapier, 100% aus Frischholz. Das macht keiner. Das wäre viel zu teuer. Also heutzutage könntest du ein reines Frischholzpapier nicht mehr bezahlen. Also außer du bist halt Jeff Bezos oder so ein, der würde das wahrscheinlich sogar noch tun, glaube ich. Egal. Aber normale Leute würden das nicht machen. Drum wird der Anteil an Frischholz, der in der Papierindustrie landet, immer mit ganz viel Altpapier, was ebenfalls gerade wieder zurückkommt ins Papierwerk, gestreckt. Also es gibt fast kein Papier, das gar kein Altpapier enthält. Es hängt halt nur eben davon ab, ob es 100% oder das geht theoretisch, das gibt es aber auch selten. Oder eben 90% Altpapier oder 80% Altpapier oder halt eben nur 30 oder 40% Altpapier enthalten soll. Um solche Fragen, um solche Zahlen geht's. Und dieses Papier, das Altpapier bzw. das neue Papier wird eben mit Frischholz ergänzt. Die Altpapierbasis mit Frischholz ergänzt, geht dann wieder raus, ne, wird beschrieben, bedruckt, bepinselt. Landet irgendwann wieder in der grünen Tonne und landet wieder in der Papierfabrik als Altpapier, wird wieder mit etwas Frischholz ergänzt und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, die Möglichkeiten der des Altpapierrecyclings machen die Holznutzung in der Papierindustrie relativ effizient heutzutage. Da gab es auch mal Zeiten, da sah das ganz, 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 ganz anders aus. Aber trotzdem ist es immer noch mit einem gewissen und immer noch hohen Holzverbrauch verbunden. Es gibt übrigens auch noch spannende Alternativen zu Holz, die man in der Papierindustrie auch verwenden könnte, die ja Japaner, meine ich, haben zum Beispiel was erfunden, Kalksteinpapier. Da wird im Grunde ein ganz, ganz dünner Kalkfilm aus Kalkstein, und davon gibt es nun wirklich genug, da sind die ganzen Nord- und Südalpen draus, da kann man, also bis da Kalkstein knapp wird, das passiert nicht. Das geht noch Millionen von Jahren. Aber nichtsdestotrotz, Kalkstein wird in einem dünnen Film auf eine Plastikfolie aufgezogen und das hat dann ebenfalls papierartige Eigenschaften. Man kann da ganz gut drauf schreiben. Es ist halt von der Haptik her ein bisschen was anderes und ein bisschen gewöhnungsbedürftig, kommt aber ohne Holznutzung tatsächlich aus. Das Problem ist der dünne Plastikfilm. Und Holznutzung jetzt mit Plastiknutzung zu ersetzen, das ist ein bisschen ein Problem. Man überlegt jetzt, ob man diesen Plastikfilm nicht auch aus Bioplastik, oder das heißt, was man schon seit Jahren überlegen, ob man diesen Plastikfilm nicht auch mit Bioplastik ersetzen kann. Aber ihr wisst selber, das hat sich noch nicht durchgesetzt. Also wahrscheinlich habt ihr von diesem Produkt noch nie was gehört. Das liegt halt daran, dass es sich noch nicht durchgesetzt hat. Wir sind da noch zu traditionell, um Alternativen zu Holzpapier bisher wirklich zuzulassen. Auch Stoffreste, Stofffetzen von irgendwelchen lustigen Designerklamotten und von den Damen, die alle einmal pro Woche zum Kleider kaufen müssen und dann ihren anderen Kram wieder wegschmeißen und solche. Daraus ließe sich wunderbar Stofffetzen auch gewinnen, die man ebenfalls zu einer Art von Papier verarbeiten kann. Nur mal so als Beispiel. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Grundsätzlich kann man auch Schilf zu Papier verarbeiten, man kann Stroh zu Papier verarbeiten. Qualitativ ist das halt aber immer was anderes als wirkliches Papier aus Holz, aus Frischholz, aus den Hölzern insbesondere, die sich für die Papierherstellung gut eignen. Ja, gut, also so viel zum Thema Papier. Möglich ist jetzt natürlich auch wiederum, dass von hier unten unserer Fabrik auch Wege in die langfristige Holzspeicherung im Hause führen, weil Dämmstoffe beispielsweise können aus Holzwerkstoffen da hergestellt werden. Holzwerkstoffe sind hier unten eine Fraktion, die wir auch ohnehin nochmal ansprechen müssen. Was ist ein Holzwerkstoff? Das ist eine Kombi aus Holz und was anderem. Das ist tatsächlich so eine simple Definition. Sobald ein Holzprodukt nicht nur aus Holz besteht, ist das ein Holzwerkstoff. Das kann also potenziell eine Spanplatte, das wäre so der Klassiker, ist Holz plus Klebstoff. Ja?
und der Klebstoff sorgt dafür, dass das in einer schönen rechteckigen Form letztendlich rauskommt, die gute Spanplatte, obwohl sie nur aus Spänen letztendlich besteht. Das heißt, man kann völlig unzureichende Holzqualitäten nehmen, die halt eben zerspanen, dann zu einem Endprodukt zusammenkleben, das dann durchaus wieder technische Stabilität aufweist durch den vielen Klebstoff. Was das für ein Klebstoff ist, das kann zum Beispiel durchaus auch ein biologisch abbaubarer sein und vom Klimapotenzial her recht einfach herzustellen. Also die Holzklebstoffe, das ist nichts, wo man automatisch gleich sagen muss, Chemie, böse. Da gibt es Optionen. Da gibt es wirklich reichlich Optionen. Ist ein Riesenforschungsgebiet, habe ich keine Ahnung von. Das war, ne, ich kannte mal jemanden, der hat da wirklich ganz aktiv in dem Bereich geforscht. Und ich habe ihn auch mal gefragt, ja, was genau tust du denn da? Und dann hat er mit Fachbegriffen um sich gehauen, wohl der Meinung gewesen, dass ich die irgendwie kennen muss. So kann es einem passieren. Also Forstwissenschaften ist ja ein wirklich riesiges Themengebiet, mit dem man sich potenziell auskennen muss. Keiner kennt sich in der Praxis wirklich mit allen Teilbereichen der Forstwissenschaften aus. Das gibt's nicht. Ja, also ich schon gar nicht. Gut, jedenfalls, da gibt es auch noch jede Menge Potenzial. Ja, und ihr seht ja selber die ganzen Kreise und ich blende euch das auch nochmal ein. Im Grunde kann ja alles, was dann letztendlich mal wieder in den Haushalten gelandet ist und sei es als Recyclingholz, Zahnbürste oder was auch immer, kann immer auch nochmal den Weg ins Sägewerk, beziehungsweise in dem Fall dann nicht unbedingt ins Sägewerk, sondern eher ins Holzrecyclingwerk. Also auch nach hier unten, kann diesen Weg finden und kann nochmal aufbereitet werden. Man kann auch aus Altholz inzwischen wirklich jede Menge Sachen machen, gerade auch wenn alte Gebäude niedergerissen werden, wenn alte Möbel im Sperrmüll landen und solche Sachen, dann wird es meistens auch geschreddert und zu Spänen verarbeitet, Hackschnitzel sozusagen, die hoch in verschiedenen Qualitäten. Also gute Holzrecyclingfirmen, da gibt es inzwischen einige, das ist ein wachsender Markt, ja, und das ist auch gut so. Gute Holzrecyclingfirmen können das eben in ganz verschiedenen Qualitäten anbieten, dann auch ihr Recyclingholz sozusagen. Und das reicht dann eben vom Wiederherstellen einer Spanplatte. Im Grunde könnte man sogar eine Spanplatte zerschreddern und dann nochmal eine Spanplatte aus einer zerschredderten Spanplatte machen. Ja? Es ist möglich, die Klebstoffreste entsprechend abzuspalten, chemisch, je nachdem, was das für ein Klebstoff gewesen ist. Und dann lässt sich das Ganze nochmal verkleben. Allerdings muss man dazu sagen, dieser Prozess ist nicht beliebig oft wiederholbar. Das ist das Gleiche wie mit dem Altpapier. Man kann nicht Altpapier hundertprozentig ohne frisches Holz herstellen. Jedenfalls nicht beliebig oft. Einmal vielleicht. Wenn es davor ganz, ganz frisches Papier nur aus Frischholz gewesen ist, dann kannst du es auch zwei, dreimal noch recyceln und Altpapier draus machen. Aber irgendwann ist Schluss. Das liegt einfach daran, das gilt sowohl beim Papier als auch bei Altholz bzw. bei zerfaserten Stühlen, Möbeln, Häusern. Die Fasern, die Bruchstücke des Holzes, nachdem man es klein macht, die werden immer kleiner und kleiner und feiner und feiner und feiner. Und irgendwann sind das winzig kleine Bestandteile, die kaum noch Oberfläche haben. Und wenn die kaum noch Oberfläche haben, dann kann man die Oberflächen auch nicht mehr stabil aneinander kleben. Und das ist der springende Punkt. Und spätestens an dem Punkt sind wir quasi dabei, dass wir jetzt Sägemehl zu verkleben versuchen. Da brauchen wir mehr Klebstoff als alles andere. Und am Ende haben wir ein Produkt, das zu 80% aus Klebstoff und noch 20% aus Holz besteht. Das ist dann irgendwann unsinnig. Und dann landen wir tatsächlich mit unserem Sägemehl entweder jetzt wieder in der Chemie. Ja, das lässt sich jetzt zum Beispiel noch zu BTM, Biomass to Liquid, verarbeiten. Ja, da ist es vollkommen egal, wie klein die Partikelchen sind. Flüssig machen lassen sie sich sozusagen immer, chemisch umsetzen lassen sie sich immer oder eben tatsächlich direkt in die thermische Endnutzung, um damit eben dann wiederum ein bisschen Energie zu gewinnen. Auch das ist natürlich sinnvoll. So, gewünscht ist, das möchte ich jetzt nochmal betonen, politisch gewünscht, das hat sich ja irgendwer ausgedacht, das ist die Charta für Holz 2.0, die sich das so ausgedacht hat. Das war noch eine CDU-Idee, dass sich da eben schlaue Leute zusammenhocken sollen und sich überlegen sollen, wie man denn am besten mit dem Holz in der Zukunft umgehen soll. Genau. Und gewünscht ist natürlich, dass der größtmöglichste Teil des qualitativ dafür geeigneten Holzes und auch des qualitativ erstmal nicht dafür geeigneten, aber dann dazu gemacht werdenden Holzes letztendlich in der langfristigen Speicherung landet.
Stichwort CO2-Speicher. Soll heißen, Möbel aus Spanplatte, das geht ja auch, ist ja gar kein Problem. Klebst du halt noch irgendeinen schönen Furnierstreifen oben drauf, dann sieht das auch hübsch aus. Alles, was sowieso schon gleich die technische Fähigkeit, Festigkeit liefert, baust ein Holzhaus draus, baust eine Brücke draus, baust ein Schwimmbad draus, Sporthalle, irgendwie sowas. Und Innenleben eben Spanplattenmöbel im Stil IKEA, nur halt eben nachhaltig hergestellt und mit vernünftigen Klebstoffen. Ja? Also im Stil IKEA, nicht wirklich IKEA. Ich kaufe da zwar auch mal hin und wieder und das wird den einen oder anderen sicherlich auch schon passiert sein, aber ja, ein Vorbild sind die nicht gerade, was nachhaltige Holznutzung angeht. Die sind auch nicht ganz furchtbar. Also irgendwo so da dazwischen, wenn wir mal realistisch sind. Klar kann man ganz viel über IKEA herziehen, klar, kann man auch. Ist auch nicht ganz unberechtigt, aber die sind auch nicht ganz so böse, wie ihr Ruf in manchen Kreisen ist. Ja, also, das im Grunde so im groben Zügen, der Holzkreislauf, wie das so funktionieren soll. Ich hoffe, das war jetzt so ein bisschen interessant. Ich habe so irgendwie das Gefühl, das sei so ein triviales Thema. Man kennt das ja, man hat das ja schon mal gehört. Aber ich vergesse immer, dass ihr das ja nicht studiert habt. Aber sowas kriegt man im Laufe seines Studiums wirklich relativ häufig zu sehen. Solche und ähnliche Grafiken. Daher, ja. Aber für einen Adventskalender hat es mindestens mal gereicht. Ich wünsche einen schönen Abend vermutlich und ansonsten dann bis morgen. Macht's gut und frohes weiter Plätzchen fressen.